Hallo, Nosy Rosies und sowas alles. Also alle, hallo an alle, die jetzt zuschauen. Ich bin Cassandra und wir gucken gerade so Nosy Rosie. Ja, wir haben diese Woche das Thema, also Szene, Location in deiner Stadt. Ja, okay, da bin ich dann ganz schnell mit durch. Da, wo ich wohne, ist die einzige Szene-Location diese hier. Ja, also wir haben bei uns gar nichts, denn unser Bürgermeister, der macht zwar sehr viel für die Touristen, aber so für die Einheimischen eher weniger. Und ich will dann nur ganz kurz, also wenn ich weggehe, also typisch lesbisch weggehen möchte, dann tue ich das, indem ich weit weg fahre. Ja, und zwar, ja, CSD Köln, klar, der ist aber nur einmal im Jahr. Und ich fahre nach Bochum, Langendrier heißt das, in dem Bahnhof. Da ist jeder zweite Samstag im Monat für Frauen. Also für Frauen mit der Neigung, die auch auf Frauen stehen. Und natürlich für Friends. Also wenn Freunde mitgehen wollen, ist da auch noch was. Und ich weiß, dass in Düsseldorf noch das Zack ist. Das ist aber nicht so ganz mein Schuppen. Ja, und ansonsten hat sich das auch eigentlich schon wieder erledigt. Also, es gibt hier nicht wirklich was zum Weggehen. Dann habe ich mir gedacht, das wäre ein ziemlich kurzes Video. Also habe ich mir... Entschuldigung, ich bin etwas krank, wobei ich schon wieder gesund, fast gesund bin, weil ich Antibiotika kriege. Man sieht es, meine Augen sind geschwollen, weil ich vertrage es nicht so gut. Ich bitte euch einfach ein bisschen um Verständnis und keine dummen Kommentare abzugeben, dass ich halt geschwollene Augen habe oder gerade nicht so fit aussehe. Ja, das vorweg. Also, dann auf unserem Channel ist es ein bisschen ruhig geworden, war ein Kommentar. Ja, das liegt daran, dass die Nosy Rosies auch Urlaub haben. Also Sommerferien sind ja jetzt gewesen. Oder bei einigen sind noch Sommerferien, auch wenn der Sommer sich bei uns überhaupt nicht mehr zeigt. Daher sind einige Nosy Rosies in Urlaub gefahren und kommen jetzt auch so nach und nach wieder. Das heißt, es wird sich in den nächsten Wochen wieder einiges tun. Die Laura hat sich ja gestern schon wieder präsentiert, wobei ich gesehen habe, dass das Video gesperrt worden ist. Aber da werden wir bestimmt auch noch irgendwie was, eine Lösung finden. Habe ich mir gedacht, mach mal eben mal nochmal letzte Woche mein Video. Ich fand es so scheiße irgendwie, weil ich konnte wirklich, ich habe mich so, ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Und bei mir ist es nämlich auch so, ich habe gar keinen bestimmten Frauentyp. Also ich könnte noch nicht mal sagen, sie müsste so und so und so und so aussehen, sondern meine Freundinnen, die ich hatte, oder die Frauen, wo ich so ein bisschen geschwärmt für habe, die waren alle ganz unterschiedlich. Also total, könnte nicht sagen, die sind gleich. Für mich hat sich aber herausgestellt, dass ich halt doch eher dunkelhaarige Frauen bevorzuge. Und die Frauen müssen auch ein bisschen was auf den Rippen haben. Also so ein, sag ich mal, so ein Knochengestell wäre gar nichts für mich. Also ich hatte auch mal eine wirklich hübsche Frau, die echt Modelmaße hatte, einen ganzen Kopf größer war als ich. Und aber es war dann doch irgendwie nicht so ganz mein Ding. Also es, man stößt sich an so, ja, man kann nicht so richtig kuscheln und ja, keine Ahnung. Also das war nicht so ganz so mein Ding. Das kann ich wohl sagen. Und ja, die Frauen, die ich hatte, die hatten alle wirklich ausdrucksstarke Augen. Also deswegen sage ich mal, ich würde mal sagen, ich bin so ein kleiner Augenfreak oder so. Also ich finde Frauen, die mit ihrem Blick schon alleine verführen, sehr anziehend. Und ja, was ich gar nicht mag, sind zum Beispiel, ich hatte eine Freundin, oh je, mit 21, und die hatte keine eigene Meinung. Also wenn ich gesagt habe, boah, ich finde dies und das Lied toll, fand sie das auch toll. Wenn ich gesagt habe, ich finde die Farbe Pink so geil, fand sie das auch geil. Und das war irgendwann so langweilig, weil alles nach meiner Nase ging. Also sprich, wenn wir weggehen wollten, ging es nach meiner Nase, wenn irgendwelche Diskussionen waren. Die Diskussion wurde eigentlich gar nicht weitergeführt, weil die hätte ich genauso gut alleine führen können. Und ja, deswegen sage ich, ich brauche eine Frau, die ihr eigenes Ding hat, also die von sich,
von sich überzeugt ist jetzt übertrieben, aber die so ein bisschen so Selbstbewusstsein hat, eigene Meinung hat. Und sie muss natürlich auch Intelligenz im Schädel haben, weil es bringt nichts, wenn ich eine Freundin habe, mit der ich nicht quatschen kann. Das ist so das, was ich so sagen wollte. Und ich habe die Nosy Rosies halt genommen, weil die halt jeder kennt, wenn er diesen Channel abonniert hat. Das war so ein bisschen der ausschlaggebende Punkt. Irgendwie habe ich nachher so gedacht, boah, das könnte so rüberkommen, als wollte ich mich jetzt bei den anderen einschleimen. Nein, ich wusste halt nicht, nimmst du jetzt irgendwie Stars und Sternchen, weil Stars und Sternchen ist ja immer so eine Sache. Ja, wie soll ich das sagen, da wird uns auch viel von der Presse aufgezwungen, sage ich mal. Ja, allgemein, Laura hat ja so gesagt, so Lady Gaga und Paris Hilton auf mein Video eingegangen. Also es wären keine Frauen, mit denen ich eine Beziehung führen würde, könnte, eben aus dem Grund, den die Laura auch gesagt hat, ne Laura, sondern einfach nur, ich habe die beiden genommen, weil ich so sagen will, ich finde es sehr interessant, dass sie halt so unnahbar ist, also so, dass sie so dieses Geheimnisvolle, das finde ich irgendwie interessant. Und die Power, die rüberkommt, dass sie niemals aufgeben, auch wenn 100 Zeitungen schreiben, sie ist ein Mann zum Beispiel jetzt bei Lady Gaga und sie zieht trotzdem ihr Ding weiter durch mit einer Power und Energie und das finde ich einfach mega geil. Und auch Paris Hilton, obwohl in der Presse so viel Scheiße über sie steht, macht sie weiter. Sie steht also ihre Frau, also sie steht gerade für ihr Dingen. Und das macht sie aus. Das finde ich interessant. Und solche Frauen mag ich einfach, die darauf scheißen, was die Mehrheit sagt, die weiterhin ihr Ding durchziehen. Ja, das ist eigentlich schon so das, was ich sagen wollte. Ich habe ja diese Woche 2 Videos geplant, weil halt auf dem Channel, meinem Channel und hier Nosy Rosy, viele Kommentare kamen über das Thema mit der Bibel oder mit dem Glauben und mit Gott und so, und hast du nicht gesehen. Und das ist doch ein Thema, was mich sehr immer wieder sehr beschäftigt und bewegt, mit dem ich immer wieder in Kontakt komme, aus welchem Grund auch immer. Ich nenne das mal das Gesetz der Anziehung, ne? Umso mehr ich darüber nachdenke, umso mehr Leute ziehe ich mit dem gleichen Gedanken an, wahrscheinlich. Ja, jetzt habe ich mich schon wieder geoutet hier so ein bisschen. Also ich bin jemand, der das Gesetz der Anziehung benutzt und ja, der daran glaubt und auch mittlerweile überzeugt ist, dass es funktioniert. Ja, darüber gibt es nächste Woche wahrscheinlich ein Video auf meinem Channel. Und jetzt verabschiede ich mich, weil ich sonst wieder zu viel Müll rede. Nein, ich verabschiede mich, weil ich noch ganz viele andere Dinge zu tun habe. Ja, weil ich nämlich gestern und vorgestern und vorvorgestern flach gelegen habe, nichts gemacht habe, muss ich jetzt mal meine Wäsche bügeln und ein bisschen arbeiten und so, ne? Also, ich wünsche euch, soweit es geht, einen sonnigen Sommer. Oder bei uns ist es schon bald Herbst. Bis dann. Ich muss mich jetzt zusammenreißen, dass ich nicht sage, bis denn. Weil das macht ja schon die Jen, ne? Bis denn die Jen. Und irgendwie ist das komisch, muss ich mich jedes Mal, wenn ich das Video zu Ende mache, zusammenreißen, dass ich nicht sage, bis denn. Ne? Also ich sage dann, bis dann.